Herzlich willkommen bei www.alhikma.de. Bismillahirrahmanirrahim. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, der den Tod und das Leben erschaffen hat. Fragt euch selber, was bewegt euch noch? Alle Menschen, die ganze Menschheit. Wahrlich, sie befinden sich wo? Im Verlust. Erst durch den Islam habe ich gelernt, dieses Leben bewusst zu leben und einen wahren Sinn darin zu sehen. Und er soll sich eine Frau nehmen, eine Frau, die ihn unterstützt in seinen Din- und Dunya-Angelegenheiten. Ist das, was wir heute so sehen, Al-Yawm, die Umma, wofür Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba gelitten haben? Dieser Moment, an dem jeder vorbeigehen muss, der Tod. Dieser Moment ist der Moment der Ergebenheit und Geduld. Ihr denkt viel, den Genuss zerstört der Tod. Dann werdet dies euch ablenken von dem, was ich hier sehe. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى من اقتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. سبحان الله الله اكبر. Wie ist die Lage heutzutage? Oft sprechen wir einfach wirres Zeug. Wir sind oft andere Menschen, wenn wir in Stresssituationen geraten. Und wir verletzen oft einander durch Worte oder gar durch Handlungen. Und oft, und da spreche ich mich auch selber an, habe ich das Gefühl, dass man sich in keinster Weise kontrolliert. Subhanallah, und gerade was die Zunge anbelangt. Es heißt doch, Allahu alam, derjenige hat die Religion nicht verstanden, dessen Zunge vor dem Herzen liegt. Allahu Akbar. Achi Karim, bitte gib der Umma eine kleine Nasiha bezüglich dem Zorn. Die besten Nasiha, die besten Anweisungen, die wir brauchen heutzutage, sind die Anweisungen, die von Allah subhanahu wa ta'ala und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, wurde gesandt, um uns zu lehren, wie wir uns zu verhalten haben, alaihi salatu wasalam, und hat uns all das Gute gezeigt, wodurch wir im Diesseits und im Jenseits erfolgreich sein können, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Und hat uns alles gezeigt, alles Schlechte gezeigt, alayhi salatu wassalam, und uns dies verboten, damit wir, a'udhu billah, nicht unglücklich werden im Diesseits und im Jenseits. Und deshalb werde ich, insha'Allah, kurz antworten mit einem Hadith des Gesandten Allahs, sallallahu alayhi wasallam. Abu Hurairah radiyallahu anhu berichtete, dass ein Mann kam zum Gesandten Allahs, sallallahu alayhi wasallam, und sagte, O Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam, gib mir einen Rat. Daraufhin sagte er, der Prophet, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, erzürne nicht. Dies wiederholte er mehrmals, erzürne nicht. Das heißt, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wiederholte diesen Rat mehrmals, erzürne nicht, erzürne nicht. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari, rahimahullah. Dies ist eine Anweisung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht nur für diesen Mann, sondern für jeden Muslim oder jeden Menschen, der sehr schnell erzürnt. Liebe Geschwister, man darf nicht im Islam von jeder Kleinigkeit erzürnen und nicht schnell zornig sein. Man muss ruhig und bedacht sein. Der Zorn ist eine brennende Kohle, wa'iyadu billah, welche der Satan, der Shaitan, im Herzen des Menschen hineinwirft, wodurch das Herz anfängt zu brodeln. Deshalb sieht man, wie sich die Blutadern schwellen und die Augen erröten, sodass der Mensch zornig reagiert und etwas tut, was er später bedauert. Denn Zorn, liebe Geschwister, führt auch manchmal zu Kufr-Aussagen, dass der Diener Allahs, weil er durch den Zorn nicht mehr weiß, was er sagt, und kann sein, dass er Allah wal-Iyadu billah beschimpft, kann sein, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi beschimpft, und damit fliegt er raus aus dem Islam. Und es kann dazu führen, dass man seine Eltern sogar schlägt, seine Frau und seine Kinder, und denen Unrecht tut. Und das ist eine gewaltige Sünde bei Allah subhanahu wa ta'ala.
Solche Taten meistens werden nicht begangen in einem normalen Zustand. Meistens werden sie geschehen sie, wal'iyadu billah, wenn der Diener Allahs erzürnt ist. Und der Zorn, haben wir gesagt, dass er vom Shaitan ist, und der Shaitan will nichts Gutes für Sohn Adam. Sein Ziel ist, Sohn Adam so aus dem Weg zu bringen, so irre zu leiten, wal'iyadu billah, seinen Charakter und sein Verhalten zu beeinflussen, wal'iyadu billah, so dass Allah subhanahu wa ta'ala erzürnt ist und ihn ins Höllenfeuer bringt. Deswegen hat uns Allah subhanahu wa ta'ala befohlen und verboten, azza wa jalla, den Shaitan nicht zu folgen, den Shaitan auch zu widersetzen. Allah hat uns befohlen, den Shaitan zu widersetzen in allem, was er sagt. Und Zorn führt, a'udhu billah, nas'alallahu al-afwa al-afwa, zu Ungerechtigkeiten, welche Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Denn Allah sagt, ya ibadi, inni harramtu al-zulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharraman, fala tazalamu. Allah azza wa jalla hat sich selbst die Ungerechtigkeit verboten und hat es unter uns verboten, liebe Geschwister. Und deswegen ist es notwendig, dass wir heute auf unseren, inshallah, auf uns achten und dass wir versuchen, bi idhnillahi azza wa jalla, nicht wegen jeder Kleinigkeit zu erzürnen, bi idhnillahi azza wa jalla. Wie oft wird man gefragt, beispielsweise, ich war erzürnt und ich habe mich dann, oder ich ließ mich von meiner Frau scheiden. Und ich ließ mich von meiner Frau scheiden und jetzt bedauere ich das. Es ist so oft verbreitet in der Umma, dass Familien auseinandergehen. Der Grund dafür ist der Zorn. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen daraus lernen. Deshalb sollte man nicht erzürnen. Denn das kann, a'udhu billah, zum unüberlegten Verhalten und Handeln führen, welcher man bereuen wird, a'udhu billah. Beim unkontrollierten, eine Sache möchte ich gerne erwähnen, für diejenigen, die schon mal sowas erlebt haben, beim unkontrollierten Zorn, a'udhu billah, sodass der Mann nicht mehr weiß, was er sagt, ist die Scheidung hier ungültig. Auch die Bittgebete beispielsweise der Eltern oder egal wer das ist, wenn er zornig ist, werden seine Bittgebete bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht angenommen, bi'idhnillahi jalla wa ala, weil das beinhaltet Ungerechtigkeiten und das liebt Allah nicht subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam azza wa jalla. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.